So, hallo, 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 herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben ein paar neue Leute mit dabei. Wir sind mittlerweile bei süßen 94 Abonnenten. Vielen Dank für jeden, der neu dazugekommen ist und herzlich willkommen. Auf dem Channel geht es vor allem darum, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Zumindest aktuell ein Nebeneinkommen. Das heißt einmal durch Dividenden, einmal durch Nebenprojekte. Ich bin Softwareentwickler, das heißt, ich habe den Luxus, dass ich Produkte nebenher bauen kann und versuche ein bisschen ein Nebeneinkommen dadurch aufzubauen. Darum geht es in dem Channel und heute sprechen wir wieder über das Dividendenportfolio, was ja in letzter Zeit ziemlich abgeht, dadurch, was auf der Welt gerade los ist. Ich bin im Homeoffice, wie vermutlich jeder von euch. Ja, nicht mehr rausgehen heißt die Devise. Das trifft die Wirtschaft natürlich extremst und dementsprechend ist es für jeden Anleger, für jeden Investor ein, ich will nicht sagen Minenfeld, aber es ist extrem interessant, ja, was gerade abgeht. Und ich persönlich bin der Meinung, es ist die Chance der letzten 10 Jahre und es wird vielleicht auch für die nächsten 10 Jahre, ja, also die Finanzkrise war das letzte Mal und darum soll es im heutigen Video gehen, ja. Warum kaufe ich jetzt? Warum warte ich nicht? Weil ich bekomme ziemlich viele Nachrichten aktuell darüber, wann, ja, dass man noch ein bisschen warten sollte. Ne? Das mit dem Virus, das dauert noch eine Weile, das geht noch ein bisschen und man will abwarten. Man will das Geld behalten, hat vielleicht sogar schon verkauft vor 2 Wochen, vor 4 Wochen und will warten, bis man reingeht. Und das kann ich auch verstehen. Das ist die generelle Tendenz von jedem, der mit seinem eigenen Geld an der Börse hantiert. Man will die Verluste minimieren und natürlich so viel wie es geht rausholen. Und ich persönlich, und das ist keine Anlageberatung, ich bin für mich der Meinung, ich kann das nicht. Und ich glaube, das kann niemand. Den Markt timen und den untersten Zeitpunkt bestimmen, bevor es wieder hochgeht. Das haben viele, viele Leute probiert. Ja? Und jetzt vor allem in solchen Zeiten kommen die Leute aus ihren Kellern, die die ganze Zeit gesagt haben, dass es einen Crash gibt und dass es runtergeht und die sind jetzt mehr in den News und die Leute hören einfach darauf, weil es geht gerade runter und das sind Leute, die sagen, dass es runtergeht. Aber wenn man sich den Track Record anguckt, wenn man sich anschaut, die Leute sagen seit 15 Jahren, dass es runtergeht. Und wenn ich seit 15 Jahren sage, dass es runtergeht und dann geht es irgendwann runter, dann habe ich recht und kann sagen, ich hatte recht. Aber wie häufig hatte ich Unrecht? Und genauso ist es bei den ganzen Crash-Propheten, die jetzt in den Medien sind oder die Artikel schreiben, die ihr vielleicht auch schaut. Was heißt da, das ist das Desaster des Jahrhunderts und so weiter. Schaut euch an, wie häufig sie das schon gesagt haben und es nicht gestimmt hat. Ja. Deswegen, bei mir sind es nicht wirklich die Quellen und wir schauen jetzt mal auf den S&P 500 hier. Das hier, wir haben hier seit 2019, ja, den Graph und hier hat unsere Pandemie eingesetzt. Und jo, also extremer Kursverlust. Das ist der S&P 500, also der Index für die 500 größten. Das ist die US-Wirtschaft im Prinzip oder zumindest ein Teil davon. MSCI World und so weiter wird auch alles gehen, aber ich fand den S&P 500 am interessantesten und auch er ist am größten in meinem Portfolio vertreten. Deswegen macht es für mich am meisten Sinn, das damit zu vergleichen. Also, hier kracht es komplett runter und man sieht einfach, ja, man weiß nicht, wo der Boden ist. Ja, geht es noch einen Monat so weiter, 2 Monate, 6 Monate oder länger, wenn man den Boden erwischt, bevor es wieder hochgeht? Cool. Ja, das ist ein richtig krasser Glückstreffer, aber ich glaube, das schafft so gut wie niemand, das schaffe auch ich nicht. Denn diese Leute, wenn sie das regelmäßig schaffen würden, wären schon lange Milliardäre. Jetzt gucken wir mal ein bisschen in der Zeitleiste zurück, wie das aussieht. Jetzt sind wir hier bei 2017. Also wurden wir im Prinzip an Kursgewinn jetzt ungefähr 3 Jahre zurückgeschmissen. Ja? 3, 4 Jahre wurden wir zurückgeschmissen. Vielleicht sogar 5 Jahre, würde ich mal sagen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen, dann sieht es irgendwie schon anders aus. Wir sind hier 2013 und klar, das ist ein Riesendip nach unten, aber macht er jetzt so viel aus auf eine Spanne von 7 Jahren hier? Wenn es noch weiter runter geht, klar. Aber jetzt gehe ich mal bis hierhin. 2008, ihr seht, hier kommt noch mal was, eine ganz andere Nummer, wie es runtergeht. Aber schaut mal, wie wir hier diesen riesen Anstieg hatten und jetzt brechen wir hier ein. Wir hatten hier auch einen großen Einbruch und hier kommt noch mal eine ganz andere Nummer. Ja, das hier war 2008, 2009, die Finanzkrise.
Und wie gesagt, hier nochmal der Einbruch, werden immer wieder solche. Jetzt ist die Frage, wenn man das hier in Perspektive setzt, wie schlimm ist denn das jetzt aktuell? Und also jetzt mal rein nur wirtschaftlich betrachtet. Und vor allem, lohnt sich das hier oben zu versuchen, hier oben zu verkaufen und hier unten wieder zu verkaufen? Wie schnell kann es wieder hochgehen, wenn es so schnell runtergegangen ist? Wenn es innerhalb von ein, zwei Tagen hochsnappt, dann wird man diesen Zeitpunkt verpassen. Und die Gefahr, die ich da drin sehe und die ich für mich habe, ist, wenn ich hier oben, sagen wir mal, ich sehe es kommen und verkaufe hier oben. Wenn es weiter steigen würde, dann würde ich die ganze Zeit auf meinem Cash sitzen bleiben und hoffen, dass ich wieder so günstig einkaufen kann. Oder dass es wieder runterfällt, zumindest zu dem Kurs, wo ich verkauft habe und verkaufen kann. Wenn es runtergeht, sobald es wieder ein bisschen hochgeht, es kann ja weiter runtergehen. Oder es geht wieder hoch, ich weiß es nicht. Und dann kaufe ich ein. Und dann hoffe ich wieder, dass es unten ist oder ne, noch weiter runtergeht. Oder ich hoffe, dass es wieder hochgeht oder was auch immer. Ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, mir die Frage zu stellen, wann steige ich ein? War das jetzt gut oder nicht? Verkaufe nicht. Und das ist Traden. Das ist Traden, das ist Spekulieren. Und das möchte ich nicht machen. Das kann ich nicht. Und dafür bin ich gar nicht in diesem Game drin. Deswegen wollte ich das hier in Perspektive setzen, um einfach zu sehen, die Zeit im Markt, die schlägt immer den Markt zu timen. Also der Satz heißt im Prinzip, time in the market is bigger than timing the market. Ja? Also wenn ich 10 Jahre investiert habe, die Leute sind immer noch im Plus. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Leute, die jetzt 10 Jahre investiert haben, sind immer noch im Plus. Das heißt, wenn ich jetzt investiere oder letzte Woche oder in einer Woche, interessiert nicht, solange ich in 10 Jahren noch im Plus bin. Und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter zurück. Jetzt gehen wir mal in die 80er. Schaut euch das mal an. Dieser Crash hier, ja, also da wirkt das, was wir aktuell erleben, gar nicht mehr so schlimm. Und wenn wir es hier mal ganz krass betrachten, dann ja, gab es schon andere Zeiten im Markt und dann ist das hier schlimm, ja, aber es ist für mich jetzt nicht der Panikbutton, alles zu verkaufen. Wenn jemand auf das Geld jetzt angewiesen ist, sagen wir mal Leute, die kurz vor Rente stehen oder so, die in dem nächsten Jahr oder in den nächsten 2 Jahren darauf angewiesen sind, für die ist es natürlich schlimm. Ja? Da ist es klar, dass man sich überlegt zu verkaufen. Aber ich habe noch 20, 30 Jahre Anlagehorizont vor mir. Da verkaufe ich jetzt nicht. Ja? Im Gegenteil, ich kaufe ein, weil alles günstig wird und ich hier meiner Meinung nach gestärkt rauskommen kann. Und ich kaufe nicht zu einem Zeitpunkt ein, sondern ich kaufe alle 2 Wochen ungefähr ein aktuell, ja, vielleicht sogar jede Woche. So lange, bis ich kein Geld mehr habe, das über ist. Und da kratze ich auch nicht alles zusammen, was geht, sondern ich nehme das Geld in die Hand, wo ich weiß, damit kann ich 5, 10 Jahre drauf verzichten. Das brauche ich nicht, um mich, meine Familie zu ernähren. Das brauche ich nicht, wenn ich mal arbeitslos werde oder wenn irgendwie die Waschmaschine kaputt geht oder irgendwas und wir müssen eine größere Anschaffung machen, dann muss ich nicht meine Aktien verkaufen, um das zu finanzieren. Ja, das ist ganz wichtig. Also so ein Cashpolster müsste man noch haben. Und ich will noch mal kurz auf diese Tage zurückkommen, wo das so hochsnappt, ja, weil, also wo der Kurs wieder steigt, weil, also das weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es so wie hier zum Beispiel, pam, einfach wieder hochknallt und genauso, dass es so in der Art jetzt auch wieder kommen wird. Und hier ist eine schöne Statistik von Fidelity, haben sich ein paar Sachen angeschaut. Und hier guckt man mal, wenn man 1980 10.000 Dollar investiert hätte, ja, das ist wieder S&P 500, und ich hätte die kompletten Tage mitgenommen, die quasi ja, alle Tage, dann wäre ich hier knapp bei 700.000 Dollar angekommen. Aber jetzt schaut euch mal an, wenn ich nur die 5 besten Trading-Tage, oder nicht Trading-Tage, aber die besten 5 Tage an Gains nicht mitgemacht hätte, 5 Tage in 30 Jahren, ja, nee, nicht 30 Jahren, 40 Jahre, es ist 2020, also seit 1980 die besten 5 Tage nicht geschafft hätte, dann wäre mein Portfolio vielleicht auf die Hälfte gewachsen, ein bisschen mehr als die Hälfte. Wenn ich die besten 10 Tage vermisst hätte, noch weiter. Und wenn wir bei 50 Tagen sind, dann habe ich 10, aus 10.000 hier was 50.000 gemacht. Ja? Also so ein Unterschied kann das machen, wenn man die besten Tage an der Börse verpasst. Und diese kann man nicht timen. Und wenn man versucht zu timen und diese verpasst, dann kostet es wirklich richtig viel Rendite. Also in dem Fall hier, jeder Tag, den man verpasst von diesen, kostet richtig Geld. Und deswegen, ich will die nicht verpassen. Ich will diesen Tag nicht verpassen, an dem das so hochsnappt wieder.
Und deswegen investiere ich jetzt. Deswegen investiere ich jetzt und nächste Woche und die Woche darauf. Und wenn es passiert ist, auch noch weiterhin. Ja? Und das mit einem Sparplan oder mit mehreren Sparplänen. Aktuell habe ich zwei Sparpläne laufen. Einmal für Anfang des Monats, einmal für Mitte des Monats. Und da Dollar Cost Average ich quasi mein Geld rein. So wird es die ganze Zeit weiterlaufen für mich. Und das ist meine Meinung, und zwar nur meine Meinung, warum ich jetzt nicht warten würde, ja, und auch nicht tue. Und wenn man in mein Portfolio schaut, das hier ist Trezor One, das ist mein Portfolio, hier geht es richtig bergab. Also ich habe dieses spezielle Portfolio hier, das ich auf YouTube teile, im Dezember gestartet und dementsprechend, gerade wo es extrem hoch war und jetzt ist alles runtergegangen. Das heißt, jo, man sieht, es tut weh, das anzugucken und manche sagen vielleicht, man wird irgendwie ins fallende Messer fallen oder eine fassen oder eine Kreissäge, aber es geht mir nicht drum um diese roten Zahlen hier, sondern es geht mir um die Anteile hier, um die Shares, die ich habe, in meinem Fall von ETFs und die, da kriege ich aktuell mehr für weniger Geld und ich bin überzeugt, dass die Unternehmen, die dahinter stecken, in 10 Jahren immer noch am Start sind und nicht nur das, sondern dass sie um einiges höher sind als aktuell und genau deswegen kaufe ich jetzt. Und das kann ich auch beweisen. Also es ist nicht so, dass ich hier nur erzähle, sondern wenn man hier guckt, vor 11 Tagen 1.500 Euro reingesteckt, 1.100 vor 11 Tagen, vor 14 Tagen 2.000 in den All World High Dividend Yield. Das hier sind die Sparpläne, die wieder ausgeführt wurden vor einer Woche. Und ja, ihr schaut es am Dienstag, heute ist Sonntag, 22. März. Ende des Monats werde ich wieder einen großen Batzen, also meine Sparpläne normal wieder ausführen, aber noch ein bisschen mehr kaufen. Weil so günstig, glaube ich, kriegen wir es so schnell nicht mehr. Und ich überlege auch, jetzt diese Woche nochmal zu kaufen, aber das muss ich noch schauen. Jedenfalls warten werde ich nicht. Und was auch interessant ist, also wenn man hier schaut, ja, die Dividenden, die reingekommen sind, dieses Portfolio, hier geht es darum, Dividenden aufzubauen, also einen Cashflow zu generieren. Und es wurde sogar ausgeschüttet. Jetzt vor ein paar Tagen, vor 4 Tagen, hat der ETF hier für den S&P 500 High Dividend hat 10 Euro ausgeschüttet. Also wenn man schaut, mein größter Dividendenmonat bisher in meinem kurzen Zeitraum dieses Portfolios waren 5,60 € im Februar. Und jetzt haben wir hier satte 10 Euro, also Rekordmonat im März gehabt. 10 Euro, also ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber 10 Euro im Monat oder 10 Euro diesen Monat zu bekommen durchs Nichtstun, durch Anteile besitzen an erfolgreichen Unternehmen, da will ich nicht klagen. Und das kann definitiv so weitergehen. Das ist eine Netflix-Subscription, ja, wenn es so weitergeht. Und so wird es definitiv weitergehen. Ich glaube eigentlich, der Vanguard oder die Vanguards müssten auch noch ausschütten diesen Monat. Aber wir haben ja noch ein paar Monate vor uns. Also ich glaube, Vanguard macht immer ganz am Ende des Monats. Da bin ich auch mal gespannt, was rauskommt. Ja, nichtsdestotrotz, es läuft ganz gut. Das Portfolio, ich werde euch weiterhin alles zeigen. Ja, wenn es auf Null geht, geht es auf Null. Und ich werde weiter investieren. Und wenn es hoch geht, geht es hoch. Ich kann jetzt mittlerweile, also Trezor, die App, mit der ich das tracke, die baue ich auch selbst und dokumentiere ich auch auf diesem Kanal, falls es euch interessiert. Aber diese URL hier ist mittlerweile public, also ich kann euch das Portfolio direkt teilen. In der Beschreibung unten findet ihr einen Link. Klickt drauf, dann kommt ihr genau auf das Portfolio und könnt es euch anschauen, wenn ihr möchtet. Ja, es gibt nicht viel zu tun, also ihr könnt jetzt hier nicht Aktivitäten hinzufügen, aber ihr könnt es euch anschauen, falls es euch interessiert. Die Holdings genau angucken und meine Aktivitäten, die hier passieren und so weiter. Genau. Das war's für mich, für heute von mir. Lasst euch nicht zu sehr verrückt machen. Guckt vielleicht nicht alle News, ja, die ganze Zeit oder die Crash-Propheten. Haltet ein bisschen den Ball flach. Ich würde sagen, nicht verkaufen, wenn ihr es vermeiden könnt, aber nachkaufen, wenn ihr euch traut, will ich schon fast sagen. Ja, wenn ihr euch sicher fühlt und komfortabel fühlt, dann auch das. Bleibt gesund. Wascht euch die Hände und Social Distancing und der ganze Kram. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace.